Zusammenhalten, sich gegenseitig in einer Gemeinde zu unterstützen und zu fördern. Rund 30 Salzburger Gemeinden setzen derzeit eigens entwickelte Projekte im Rahmen eines Agenda 21-Prozesses um. Agenda 21 ist also für uns in Salzburg speziell ein Förderprogramm für Gemeinden, dass sich die Gemeinden einmal die Frage stellen, wie wollen wir uns in den nächsten 10 Jahren weiterentwickeln? Und zwar, wie wollen wir uns nachhaltig weiterentwickeln? Nachhaltig auf die soziale Art, auf die wirtschaftliche Art und auch natürlich auf die umweltökologische Art. Auch die Gemeinde St. Koloman hat sich einige Projekte überlegt, vom Tauglerkörberl bis hin zur Marke Taugl. Wir haben eigentlich coole Werte in St. Koloman, eben die Handschlagsqualität, unsere Handwerker liefern eine super Leistung ab. Und daraus ist eben dann irgendwie entstanden der Wunsch, dass man das in einem Dachverband sammelt und diesen nach außen tragt. Und da ist eben dann die Idee der Marke Taugl entstanden. Und das Ziel von der Marke Taugl ist jetzt nicht, also nicht nur nach außen zu werben, sondern vor allem, dass wir für uns intern so eine identitätsstiftende Marke haben. Das heißt, wenn man das Logo anschaut, da gibt es eben den Handschlag, das ist unser Hauptlogo. Und wenn man jetzt ein Tischler ist, kann man einen Hobel dazu nehmen. Wenn man ein Musikverein ist, ist der Boss drinnen. Also es sollte einfach für jeden der Raum geboten werden, um sich präsentieren und identifizieren zu können. Um nicht nur für Firmen außerhalb, sondern vor allem auch für die St. Kolomaner selbst sichtbar zu machen, welches Angebot es vor Ort eigentlich gibt, hat man einen neuen Dienstleistungsführer entwickelt. Ich glaube, knappe 84 oder 85 aufgelistet werden, aber auch inklusive Pensionen, Unterkünfte oder heute halt auch die Almen sind dabei und auch die Vereine. Grundsätzlich ist das schon eine coole Möglichkeit und wir wissen auch schon von einigen, die dadurch jetzt schon wirklich wieder neuen, ich sage jetzt mal, Umsatz generiert haben, weil sie einfach gefragt worden sind, hey, jetzt macht's das, habe ich gar nicht gewusst, können wir was machen. Vor allem angehende Unternehmer haben in St. Koloman die Möglichkeit, ihre Ideen mit einem Kreis von Profis vor Ort zu besprechen. Wir haben den Innovationskreis, haben wir das genannt, quasi eingeführt. Das ist so, wenn du eine Idee hast, aber du weißt noch nicht, ist noch nicht ganz aufgereift oder du bist unsicher, dann kann man sich bei uns melden. Und dann gibt es schon einfach ein paar Zeilen, wo halt drinsteht, was ist die Idee. Wir suchen dann aus St. Koloman oder Umgebung Personen, die einfach wirklich helfen können. Das ist eigentlich wie, wie gesagt, jetzt 2 Minuten, 2 Millionen, nur halt ohne Investment, aber halt mit Expertise. Und da sind jetzt schon 2 Einzelunternehmen daraus entstanden, die durch den Input, den es da gegeben hat, erstens motiviert worden sind, nur ein bisschen Schrauben haben können an die Idee und dann ist zur Gründung gekommen. Gegenseitige Motivation, Expertise und vor allem Rat bei Fragen rund um Unternehmensgründungen sind das Ziel. Die Marke Taugl wurde dafür sogar ausgezeichnet. Da hat es vor kurzem eine Verleihung gegeben vom Europäischen Komitee. Das ist der Europäische Unternehmensförderpreis und da haben wir mit der Marke Taugl unter die Top 3 gewählt worden in der Kategorie integrationsfreundliches Unternehmertum. Und das haben wir in Österreich gewonnen. Also wir waren die Einzigen, die nominiert worden sind in dieser Europa-Entscheidung und sind unter die Top 3 gewählt worden. Also das ist schon echt was Cooles. Mehr Infos zu Agenda 21 Projekten finden Sie auf der Webseite vom Land Salzburg. Mehr Infos rund um die Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz finden Sie wie gewohnt auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.